Sie hören den Kurier. Langwaffen, um die 5 Maschinenpistolen, ca. 100 Pistolen, über 1000 Waffenteile, rund 400 Signalwaffen, mehr als 10.000 Schuss Munition sowie Granatwerfer und Rauch- und Nebelwurfkörper. All das wurde heute vor einer Woche von den Sicherheitsbehörden bei Razzien in Ober- und Niederösterreich sichergestellt. Und zwar bei einem Ableger des internationalen Motorradclubs Bandidos. Sie werden auch Rechtsrocker oder Nazi-Rocker genannt, weil sie ganz eindeutig Verbindungen zur rechtsradikalen Szene haben. Die Bandidos wollten hier bei uns in Österreich Fuß fassen und wohl gegen die Hells Angels in einen Rockerkrieg ziehen. Wer die Bandidos sind und in welche schiefen Machenschaften sie so verstrickt sind, erklärt heute Kurier-Chefreporterin Anja Kröll. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Montag, der 3. Juli und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen. Es klingt eher wie ein Hollywood-Skript. Rockerbanden, die sich Gebiete streitig machen wollen, dabei ins Drogenmilieu und die Rotlichtszene verwickelt sind und einen Waffenvorrat besitzen, bei dem die Anzahl der Waffen die Anzahl der Dorfbewohnerinnen und Bewohner übersteigt. Allerdings handelt es sich nicht um ein Hollywood-Skript und es handelt sich auch nicht um Erzählungen aus dem weit entfernten Amerika. Nein, es geht hier um wahre Geschichten aus Österreich. Vor einer Woche konnten Sicherheitsbehörden bei 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich hunderte Schusswaffen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro sicherstellen. Bereits seit 2021 laufen die Ermittlungen gegen die Rechtsrocker Bandidos. Bei den Hausdurchsuchungen wurden aber nicht nur Waffen gefunden, sondern auch jede Menge NS-Devotionalien und auch Drogen. Die Bandidos sind auch heute wieder ein zentrales Thema, denn seit 13.30 Uhr läuft in Oberösterreich im Landhaus ein Sicherheitsgipfel. Diesen Sicherheitsgipfel hat Landeshauptmann Stelzer von der ÖVP einberufen. Inhaltlich habe sich hier Stelzer nochmals die aktuelle Lage schildern lassen. Als ersten Schritt werde er der Landesregierung das neue Handlungskonzept gegen Extremismus zur Kenntnisnahme vorlegen. Zitat: Das wurde in den letzten Wochen überarbeitet und erweitert. Auf diese 60 konkreten Maßnahmen werde man im Land weiter bauen. Konkret geht es um Lehrerweiterbildungen, um die Finanzierung von Besuchen von Gedenkstätten und um die Gedenkkultur. Dabei handelt es sich allerdings um ein Konzept gegen jegliche Form von Extremismus, nicht nur gegen rechts, heißt es. Was Stelzer noch forderte: Mehr Personal und mehr Möglichkeiten für die Polizei, um verschlüsselte Kommunikation besser überwachen zu können. Und Stelzer könnte sich vorstellen, dass auch bei uns, so wie in Deutschland, ein Verbot für das Tragen von Abzeichen derartiger Banden wie die jetzt aufgeflogenen Bandidos über das Symbolgesetz eingeführt werde. Dass Oberösterreich ein besonderes Problem mit Rechtsextremismus habe, ließ Stelzer so nicht gelten. Er sagt, das Problem gibt es überall, aber die Polizei hat jetzt gezeigt, dass sich der Staat das nicht gefallen lässt. Zitat Ende. Der Sicherheitsgipfel hat heute im Übrigen auch ganz anders für Schlagzeilen gesorgt. Dazu aber gleich mehr im Interview mit Anja Kröll. Ich spreche jetzt nämlich gleich mit unserer Chefreporterin darüber, wer eigentlich diese Bandidos sind, wie gefährlich sie sind und wie wir uns das vorstellen können, wenn es heißt, die Bandidos und ihre Rivalen, die Hells Angels, wollten um Gebiete kämpfen und es wäre womöglich sogar zu einem Rockerkrieg gekommen. Und Anja war auch in der kleinen niederösterreichischen Gemeinde vor Ort, in der das riesige Waffenarsenal, von dem ich zu Beginn gesprochen habe, gefunden wurde. Und sie hat dort mit Dorfbewohnerinnen und Nachbarn gesprochen und gefragt, was sie denn eigentlich dazu sagen, dass hier direkt neben ihnen mehrere hundert Waffen gefunden worden sind. Hallo Anja. Hallo Caro. Anja, genau heute vor einer Woche gab es eine groß angelegte Razzia der Polizei in Oberösterreich und in Niederösterreich. Dabei sind Männer festgenommen worden, die den sogenannten Bandidos angehören. Und bevor wir dann später noch genauer über die sprechen, heute gibt es dazu einen Sicherheitsgipfel, deswegen ist das Thema jetzt wieder ein bisschen aktuell. Vielleicht noch ganz kurz, was kannst du uns denn zu diesem Sicherheitsgipfel sagen? Der Sicherheitsgipfel läuft jetzt seit einer guten Stunde. Was genau besprochen wird, wird danach verlautbart. Er ist jedenfalls hochkarätig besetzt mit dem Landespolizeidirektor aus Oberösterreich, Andreas Pilsel, mit Vertretern des Militärs und aus der Politik. Spannendes Detail, der LH
Vize aus Oberösterreich, der ja ein Angehöriger der FPÖ ist, Manfred Heimbuchner, wird an diesem Gipfel nicht teilnehmen. Die Begründung ist, dass er unaufschiebbare Termine hat. Mhm. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen spezifizieren, warum das in diesem Fall ja doch sehr aufsehenserregend ist. Ja, es macht das Ganze natürlich schon sehr bekannt, wenn man sich denkt, gerade die FPÖ, der ja auch immer wieder nachgesagt wird, dass das rechte Lager einen gewissen Zulauf hat zu dieser Partei, dass die sich keine Zeit nimmt, um das zu besprechen, weil es sind ja nicht nur Rocker unter Anführungszeichen, um die es heute geht, sondern es geht um Nazi-Rocker. Also sprich, es geht um die Bandidos, die einen klaren Bezug zur rechtsextremen Szene in Oberösterreich haben. Es gibt da sehr viele Überschneidungen zwischen der rechtsextremen Szene und der Rocker-Szene und die sollen auch im konkreten Fall eben zugetroffen haben. Also schon bezeichnend, dass man sich da als FPÖ-Landeshauptmann, Stellvertreter, muss man ja auch klar sagen, nicht die Zeit nimmt, um an diesem Sicherheitsgipfel teilzunehmen. Mhm. Du hast jetzt schon ganz kurz angesprochen, um wen es sich da so ungefähr handelt bei den Bandidos. Du hast auch schon gesagt, die sind ganz klar dem rechtsradikalen Lager zuzuordnen. Was kannst du uns denn über diese Gang noch sagen? Was wissen wir denn über diese Bandidos? Die Rocker sind ein Phänomen, das seit längerem bekannt ist, die zur organisierten Kriminalität zählen und wo es eben immer wieder Überschneidungen mit dem rechtsextremen Milieu gibt. Rocker in Österreich sind in erster Linie vertreten durch die Hells Angels, die, glaube ich, sind jedem ziemlich ein Begriff. Die Bandidos in Österreich sind eigentlich nicht so weit verbreitet, haben es aber schon viermal versucht, nach Österreich zu kommen. Der Hintergrund ist folgender: Zwischen diesen Rockerbanden, also Hells Angels, Bandidos, gibt es intern auch Absprachen. Und im Jahr 2010 hat so eine zwischen Bandidos und Hells Angels gegeben. Da wurden auch die Gebiete aufgeteilt. Und damals hieß es ganz, ganz klar, Hells Angels, das ist Gebiet, also Österreich, das ist das Gebiet der Hells Angels. Die Bandidos haben hier nichts verloren. Drum ist es natürlich auch umso spannender, dass genau jetzt versucht wurde, von den Bandidos offenbar in Österreich Fuß zu fassen. Jetzt ist das, was du beschreibst, das hört sich eher an, also das ist was, was man kennt aus Hollywood, vielleicht ordnet man irgendwie noch mehr Amerika zu, aber quasi mit Biker-Gangs oder Rocker-Gangs, die sich da Gebiete aufteilen, das würde man jetzt eigentlich nicht mit Österreich assoziieren, wahrscheinlich noch nicht einmal so genau mit Deutschland, aber wie groß ist dieses Problem denn auch jetzt bei uns? Es ist ein ernstzunehmendes Problem, also gerade auch, weil du jetzt Deutschland ansprichst. Es hat ja eben, bevor es diesen berühmten Friedensschluss gab zwischen Hells Angels und Bandidos, wo eben die Gebietaufteilung fixiert wurde 2010, hat es in Deutschland im Vorfeld einen richtigen Krieg gegeben. Also das ist jetzt nicht übertrieben. Da hat es Brandanschläge gegeben, Schussattentate, also da gab es auch Tote. Das war richtig, richtig blutig. Und dann wurde eben zwischen den Gangs vereinbart, okay, wir begraben jetzt das Kriegsbeil und teilen uns eben die Gebiete auf. Und die Bandidos hatten aber jetzt offenbar in Österreich genauso einen Krieg wie davor, weil diese gefundenen Waffen, das waren ja keine Spielzeugwaffen. Wir reden hier von Langwaffen, wir reden von Granatwerfern, wir reden von Hunderten von Pistolen. Also das war eben nicht so ohne. Mhm. Und all das, was du jetzt beschrieben hast an Waffen, das ist eben im Zuge dieser Razzia gefunden worden. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen erklären, wie ist es denn überhaupt zu dieser Razzia gekommen? Ermittelt wurde seit gut einem halben Jahr, also seit Dezember vergangenen Jahres, wurde eine Arbeitsgruppe gebildet zwischen Bundeskriminalamt und der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, also des Geheimdienstes, weil es da eben offenbar erste Anzeichen gab, dass die Bandidos den Rockerkrieg vorbereiten. Am Montag vergangener Woche kam es dann zum geplanten Zugriff bei 13 Hausdurchsuchungen eben in Oberösterreich und Niederösterreich. 6 Männer befinden sich jetzt in Untersuchungshaft, werden in dieser Untersuchung auch für die kommenden 2 Wochen bleiben und dann wird man sehen, wie das Ganze weitergeht. Spannend daran ist, dass bei diesen Männern, bei den Verdächtigen, keine Unbekannten sind. Es ist eine ehemalige Führungspersönlichkeit des sogenannten Objekts 21 dabei. Das war eine massive, große, rechte Zelle, die es bereits vor gut 10 Jahren in Oberösterreich gab, die auch auf einem Bauernhof, also diese Bauernhöfe tauchen in diesem Umfeld immer wieder auf, damals sich gesammelt hat und eben rechtsextreme Musik gemacht hat, die im Garten so eine Grillstelle hatten mit schwarzer Sonne, klassisches NS-Symbol, Sprüche an den Wänden, wo drauf stand, der Führer hat immer recht. Also wir gehen hier schon wirklich in die rechtsextreme Szene hinein. Mhm. Du hast jetzt vorher auch beschrieben, dass es bei diesen Gangs auch darum ging, sich die Gebiete aufzuteilen. Auch
da, das erinnert, wie gesagt, jetzt eben an eher so Hollywood und Film, dass man sagt, okay, die teilen sich da jetzt wirklich die Gebiete auf und der eine regiert dort, der andere dort. Aber was heißt das denn bei diesen Rockerbanden? Also die Spuren führen da ja auch immer ins Rotlicht- und Drogenmilieu, oder? Genau. Also es geht eigentlich um dreckige Geschäfte. Es geht darum, wie man wo am meisten Geld machen kann. Also bei den Bandidos sind es in erster Linie Drogengeschäfte und auch eben das Rotlicht. Und da wird eben aufgeteilt, wer welche Bordelle bekommt, wer wo Schutzgeld kassiert. Es geht auch immer wieder um Waffen, was jetzt eben auch diese Waffenfunde gezeigt haben. Also es sind illegale Geschäfte und wer sie wo machen darf. Jetzt hast du vorher schon angesprochen, die Waffen, die da gefunden worden sind. Das war ja, glaube ich, einer der größten Funde, die seit langem da irgendwie gemacht wurde. Weiß man irgendwie, wie diese Menge an Waffen überhaupt zu uns nach Österreich kommen konnte? Kann man da schon irgendwie was sagen? Da laufen die Ermittlungen. Also die Ermittlungen werden auch wirklich noch dauern. Es gilt, du musst dir vorstellen, die haben jetzt nicht nur Waffen gefunden bei diesen Hausdurchsuchungen, sondern auch ganz viele Datenträger, ganz viele Mobiltelefone. Es geht auch darum, jetzt sicherzustellen, also welche Schüsse aus diesen Waffen abgegeben wurden. Denn aufgrund dieser Schussprofile lässt sich auch ermitteln, ob diese Waffen vielleicht Bestandteil anderer krimineller Handlungen waren. Und da beginnt jetzt die kriminalistische Arbeit, steht wirklich am Anfang und wird jetzt sicher noch über Wochen, wenn nicht sogar Monate andauern. Jetzt ist es ja auch so, dass diese Gruppen sehr weit verbreitet sind, also jetzt nicht nur bei uns, sondern die sind ja auch mit den Gruppen in den anderen Ländern verbündet, oder? Also auch bis hin nach Amerika, nehme ich mal an. Genau so ist es. Also das ist, kann man sich wie eine große kriminelle Rockerfamilie vorstellen, die untereinander verbunden sind, die sich austauschen. Spannend ist jetzt natürlich auch, wie wenn wir bei der Familie sind, wie die Familie der Hells Angels darauf reagieren wird, dass die Bandidos so etwas in Österreich vorhatten, weil ich glaube, das wird halt auch nicht ganz unbeantwortet bleiben. Jetzt hast du vorher schon gesagt, man weiß, dass die Hells Angels in Österreich Fuß gefasst haben, die Bandidos das jetzt eben probiert haben. Hat es da in jüngerer Vergangenheit irgendwelche Erfolge gegen die Hells Angels gegeben oder ist das eher schwierig, ihnen da irgendwas nachzuweisen? Also es gibt immer wieder kleinere Aktionen, viele, die wahrscheinlich auch gar nicht ans Licht der Öffentlichkeit treten. Wenn was gelingt, dann sind es meistens eben Drogenfunde und dergleichen in der Richtung. Also je nachdem, was die Ermittler bereit sind, hinauszugeben. Du warst ja auch vor Ort in Niederösterreich in der Gemeinde, wo der 58-jährige Mann, der in den Rockerkrieg ziehen wollte für die Bandidos, festgenommen worden ist. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie war das denn dort vor Ort? Du hast ja auch mit Nachbarn geredet, mit Leuten aus der Gegend. Was hat man dir da so erzählt? Ja, es war also sehr spannend, weil der Ort, den wir einfach auch aus rechtlichen Gründen nicht nennen, ein sehr kleiner Ort ist. Also das Waffenlager, das bei dem 58-Jährigen ausgehoben war, das war auch eines der größten, hat anhand der Anzahl der Waffen sicher die Anzahl der Einwohner des Ortes übertroffen. Sehr spannend war, weil in so gerade in so einem kleinen Ort weiß man kennt sich ja jetzt, also man weiß, wer die Nachbarn sind, war sehr spannend, dass keiner den Cobra-Zugriff, der um 5 Uhr morgens stattgefunden hat, mitbekommen haben will. Also die Antworten waren, wissen wir nicht. Was auch sehr spannend war, es hat jeder gewusst, dass der Verdächtige im Rotlicht aktiv war. Also die Antwort war dann, naja, wir haben schon gewusst, dass das ein Beitschalbur ist. Sehr spannend war auch, dass mich mehrere Einwohner darauf hingewiesen haben, dass es da bereits in der Vergangenheit etwas mit Waffen gab, wie sie es formuliert haben. Und ja, der Verdächtige hat Vorstrafen, also dürfte hier auch schon einschlägig aufgefallen sein. Sonst wird die Familie, weil der 58-Jährige hat den besagten Bauernhof, in dessen Einfahrt übrigens ein 4 Meter großes Nazi-Symbol, ein sogenanntes Sonnenrad zu sehen ist, das auch ganz frei einsehbar ist, also nicht versteckt hinter irgendetwas, dass das auch keiner bemerkt haben will. Also man hat jetzt die Familie als sehr nett beschrieben, als eher zurückgezogen, aber jetzt durchaus als angenehme Nachbarn. Wie war das, wie du das so ein bisschen nachgefragt hast? War das den Leuten unangenehm oder war das quasi für sie eh ganz normal, dass da, also hat auch keiner gesagt, naja, ist schon ein bisschen komisch, dass da nebenan quasi so ein riesiges Waffenarsenal war und man das jetzt weiß? Also viele haben es durch uns erst erfragt, weil eben viele das nicht mitbekommen haben, offenbar den Cobra-Zugriff. Die Meinung war dann aber ganz allgemein, naja, solange er mit dem Waffen ja nichts Böses macht, mein Gott, soll er sie halt sammeln. Hat mich selbst auch sehr überrascht. Ich glaube, ich wäre nicht so entspannt, wenn mein Nachbar ein riesiges Waffenlager hat und ich weiß, er hat Hakenkreuzfahnen im Wohnzimmer hängen. Aber gut, da ist jeder anders.
Wie wird es denn da jetzt weitergehen? Also jetzt sitzen ja 6 Männer in Untersuchungshaft. Genau. Was weiß man schon, du hast vorher gesagt, die Ermittlungen laufen noch, aber vielleicht kannst du uns da so ein bisschen einen Ausblick geben, was sind da jetzt wohl die nächsten weiteren Schritte? Also in 14 Tagen wird es zur neuerlichen Haftprüfung kommen. Die Männer, die Beschuldigten sagen gar nichts. Die verweigern die Aussage. Es hat eine Befragung gegeben, direkt bevor die U-Haft verhängt wurde. Die 6 Verdächtigen sitzen in 3 verschiedenen Justizanstalten. Da geht es darum, dass man nicht irgendwie Absprachen treffen kann oder eben die Gefahr läuft, dass man untereinander in Kontakt kommt. Die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr hoch. Der Akt ist auch sehr umfangreich. Also alleine die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis bearbeitet das Ganze, sind 3 Referenten für den Fall zuständig. Also in 14 Tagen werden wir mehr wissen. Momentan wird aber davon ausgegangen, dass die U-Haft einfach verlängert wird zu diesem Zeitpunkt, weil die Beweislast einfach erdrückend ist. Mhm. Und es ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass die Behörden da in erhöhter Alarmbereitschaft sind, oder? Weil du ja vorher schon auch angesprochen hast, jetzt ist natürlich auch die Frage, wie die Hells Angels darauf reagieren werden, dass da jemand in ihr Revier eindringen wollte. Genau, also die Antwort ist jetzt offen. Es ist sicher alles unter Beobachtung, aber verständlicherweise gibt man sich da von offizieller Seite auch sehr zurückhaltend. Anja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Erklärungen. Caro, ich danke dir. Schönen Tag. Auf kurier.at halten wir euch natürlich über alle weiteren Infos am Laufenden. Dort findet ihr auch Bilder und Videos zu den Waffenfunden und natürlich noch mehr Infos zu den Bandidos und den Hells Angels. Und noch kurz zum Fernbleiben des Landeshauptmann-Vizes Haim Buchner. Sein Büro hat das Fernbleiben damit begründet, dass ein bereits mehrmals verschobener Termin gleichzeitig stattgefunden hat und man diesen nicht mehr verschieben hätte können. Es habe, so das Büro, nichts damit zu tun, dass Haim Buchner der Termin nicht wichtig gewesen sei. Für Landeshauptmann Stelzer war das Fernbleiben seines Vizes kein Problem, wie er nach der Sitzung betonte. Zitat: Er war entschuldigt, ein Repräsentant der FPÖ war anwesend. Die gesamte Landesregierung ist daran interessiert, dass entschieden gegen Extremismus vorgegangen wird. Zitat Ende. Und jetzt noch kurz ein paar andere Schlagzeilen zum heutigen Tag. Westliche Staaten setzen jetzt ein weiteres klares Zeichen zur strafrechtlichen Verfolgung Russlands wegen des Angriffskriegs in der Ukraine. Am heutigen Montag hat die EU-Justizbehörde Eurojust zusammen mit Partnern in Den Haag ein internationales Strafverfolgungszentrum eröffnet. Dort sollen Beweise speziell zur Verfolgung russischer Aggression gesammelt und gezielt Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorbereitet werden. Und apropos Russland bzw. Ukraine, bei der Gegenoffensive erzielt die ukrainische Armee nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky kleine Gewinne. Zitat: Die letzte Woche war schwierig, aber wir machen Fortschritte. Wir kommen Schritt für Schritt voran. Das hat Zelensky am Montag im Online-Dienst Telegram geschrieben. Davor hatte die Regierung in Kiew mitgeteilt, in der vergangenen Woche 37 Quadratkilometer von den russischen Streitkräften zurückerobert zu haben. Und noch ganz kurz zu den USA. Dort wird der Drogenmarkt gerade von der Droge Xylazin überschwemmt. Sie ist auch unter dem Namen Zombie-Droge bekannt, weil sie bei Menschen zu Fleischwunden und faulendem Körpergewebe führt. Eigentlich ist das Mittel für Tiere gedacht, jetzt häufen sich aber Überdosierungen bei Menschen. Mehr dazu und zu allem anderen, was es zu wissen gibt, findet ihr auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört doch mal rein. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiederhören. Bis bald.